Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, mein erstes Video in 2020. In letzter Zeit war ich ja nicht so aktiv, aus dem einfachen Grund, ich war im Urlaub. So, aber nun geht's wieder los, 2020, ich bin motiviert. Zuallererst vielen, vielen Dank. Aktueller Stand heute, 8.1. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, 250 Abonnenten aktuell auf dem Kanal. Ich betreibe den Kanal jetzt seit circa einem Jahr. Vielen, vielen Dank, freue mich über jeden Einzelnen, der neu dazukommt. Die, wo meine Videos schauen, nicht abonnieren, Leute, es kostet nichts. Also, falls jemand denkt, ein Abo kostet Geld, abonnieren ist kostenlos. Ihr unterstützt damit nur den Kanal. Ja, in dem heutigen Video geht es um was ganz Besonderes. Also, ich habe da was echt Cooles vor ein paar Tagen gefunden und ich habe gedacht, ich teile das Ganze mal mit euch. Also, die meisten von euch kennen ja die Adobe-Produkte. Also, zum Beispiel Adobe Photoshop, Adobe Lightroom und Premiere Pro und so weiter. Adobe sind ja echt gute Produkte. Allerdings, die haben einen Nachteil, der Preis natürlich. Also, die haben ja mittlerweile dieses Abo-Modell und ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Also, ein jährliches Abo, das günstigste, kostet 143 Euro und das teuerste 286 Euro. Und zwar, ich habe dann eine echt coole Alternative gefunden. On-One Effects heißt das Programm. On-One Effects kostet normalerweise zwischen 60 und 100 Euro. Ist auch ein Bildbearbeitungstool. Und aktueller Stand heute, ihr bekommt die komplette Vollversion für 0 Euro. Wie ihr das Ganze bekommt oder wie ihr das Ganze installiert und so weiter, zeige ich jetzt euch mal am PC. So, schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Also, wir sind jetzt hier auf der offiziellen Webseite und wir sehen jetzt hier On-One Effects 2019, deine Fotos, dein Stil. Kostet hier, also nicht erschrecken, 59,99. Aber wenn wir jetzt über den Link hier reingehen, on-one.com, nur hinten dran steht jetzt hier Partners on One List. Also den Link habe ich gefunden bei chip.de, wenn es euch was sagt. Und wenn ihr jetzt über diesen Link hier reingeht, dann steht hier kostenlos. Also ihr bezahlt wirklich keinen Cent. Dann klickt ihr hier auf hol es dir jetzt. Dann gebt ihr eure E-Mail ein, Vorname, Nachname, akzeptieren. Dann steht hier nochmal 0 Euro, Bestellung aufgeben. Dann bekommt ihr eine E-Mail, die E-Mail bestätigen. Und dann kriegt ihr auch den Download-Link. So, das Ganze sieht dann so bei euch hier aus. Also, dann seht ihr hier On-One Effects, Produkt Download. Und dann seht ihr hier, also, dieses Programm gibt es auch für Mac und für Windows. Einfach draufklicken, dann ladet es schon herunter. Also, wir sehen hier unten knapp 800 Megabyte. Dann installieren, ganz normal. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Update schon. Kann man das Ganze dann auch kostenlos updaten. So, schauen wir uns das Programm nun mal etwas genauer an. Also ich habe es installiert, starten. Ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe es heute auch zum allerersten Mal so richtig ausprobieren können und man kommt eigentlich ziemlich gut rein. So, man soll jetzt hier einfach irgendein Foto hier reinschieben, gell? Also per Drag and Drop oder hier einfach über Open klicken. Also ich schiebe jetzt mal einfach hier ein Foto hinein. So, jetzt fragt er dich, möchtest du das Originale bearbeiten oder die Kopie? So, es dauert jetzt einen kleinen Moment. So, jetzt sehen wir hier, das ist ein Urlaubsfoto, wo wir jetzt gerade im Urlaub waren. Und das Ganze ist leider auf Englisch. Also wer mit Englisch Schwierigkeiten hat, aber man kommt trotzdem ziemlich gut zurecht. Vielleicht kann man das sogar irgendwo umstellen. Ich habe vorhin mal kurz nachgeschaut, aber leider nichts gefunden, ob man es irgendwo auf Deutsch umstellen kann. Aber trotzdem, man kommt ziemlich gut zurecht. Und zwar, man hat jetzt hier sozusagen die Filter oder die Effekte auf der linken Seite und dann hier auf der rechten Seite, wenn wir jetzt auf Local gehen, da kann man hier auch noch die einzelnen Einstellungen anpassen. So, schauen wir uns mal das Bild in Ruhe etwas an. Also wir sehen, es ist etwas trist und grau. Da fehlt ein wenig so, meiner Meinung nach, es ist nicht so lebhaft, nicht farbig genug. Jetzt können wir hier zum Beispiel Landscape, also Landschaften, klicken wir drauf und einfach ausprobieren. Zum Beispiel hier, damit es etwas lebhafter aussieht, Doppelklick, zack, und schon sieht das Ganze etwas lebhafter aus. Dann können wir jetzt hier, wenn wir jetzt auf Effects klicken, also hier rechts, können wir jetzt diesen Filter sozusagen noch etwas nachbearbeiten. Wenn wir jetzt wollen, dass wir noch etwas mehr Kontrast haben wollen, dann regeln wir das Ganze hier hoch oder runter. Also wie es einem gefällt oder wie es einem passt. Und also ich finde, es macht schon mit ein paar Doppelklicks kann man schon das Bild ein wenig aufwerten.
Und ja, hier hat man dann noch die einzelnen Nachstellungen. Da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt nur diese Hand hier heller haben möchte, dann kann man es wie bei Photoshop, man klickt hier heller und dann tut man hier also mit der Maus drüber fahren, dann kann man das etwas nachbearbeiten. Ja, und so könnt ihr euch hier durcharbeiten. Dann gibt es verschiedene Filter, Filmfilter, Sports. Zum Beispiel jetzt, wenn wir wie so ein Kinofilm aussehen lassen wollen, dann klicken wir hier drauf. Hat auch einen echt coolen Effekt. Sieht auch echt cool aus. Ja, probiert das Ganze mal aus, Leute. Wie gesagt, komplett kostenlos. Ja, noch was, ein kleiner Nachtrag, was ich vergessen habe. Und zwar ist echt erwähnenswert, dieses Programm, es ist kompatibel mit Photoshop. Also wenn wir zum Beispiel auf Export gehen, also wir möchten jetzt die Datei speichern. Gehen jetzt hier mal auf Export und dann sehen wir hier, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, als Photoshop-Datei das Ganze abzuspeichern. Photoshop, also .psd-Datei. Dann kann man das Bild nachträglich in Photoshop nachbearbeiten oder PNG, JPEG und so weiter. Ja, also man hat echt viele Vorteile und für ein geschenktes Programm, wieso nicht? Probiert es mal aus, schaut es euch an. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Video. Also wenn ihr mehr solche Videos haben wollt, wo ich auch mal Programme oder Tools oder Apps vorstelle, dann schreibt es mir auch mal gerne in die Kommentare, weil ich weiß noch nicht ganz, wohin die Reise führt, also was euch mehr interessiert, mehr zum Beispiel Hardware an Computern oder wollt ihr auch mal ab und zu sowas zwischendurch haben oder sehen, wo ich mal verschiedene Produkte oder Apps vorstelle, dann wie gesagt, schreibt es einfach unten in die Kommentare hinein und vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.